Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Solange es schlägt Box von Bosca. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Solange es schlägt von Bosca, das Ganze aus dem Jahr 2013. So sieht das aus. Wir haben hier eine recht kompakte Box vorliegen. Hier oben haben wir einmal das Logo von Bosca, dann hier in der Mitte mit blauem, so blau-weißem Hintergrund, einen Typen und eine Frau, beide vermummt, also hier so mit Sturmmaske und sie ebenfalls, beide auch noch mit Kapuze auf und darunter lesen wir dann Bosca, solange es schlägt, Premium Edition und darunter dann noch Freunde von niemand. Gefällt mir vom Cover, von der Gestaltung her richtig gut. Unten dann auch nochmal das Bosca-Logo auf schwarzem Untergrund. Rechts sieht sich das Ganze hier weiter. Oben Freunde von niemand. Links wieder das fortgesetzte Cover. Und auf der Rückseite haben wir das Bosca-Logo in schwarz und blau. Und einen Barcode. Jawohl. Und hier lesen wir dann noch FVN. Und wenn ich es richtig lesen kann, steht hier entweder 8. Ist die Frage, was das hier heißt, ist leider echt schwer zu sehen. Entweder 877, vielleicht sind es auch 1811, also ist eine sehr eigenartige Schrift, aber es ist einfach so eine Release-Nummerierung. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze eine Clubbox. Wir haben hier zum einen mal eine Sturmhaube, dann als zweiten Boxinhalt einen kleinen Anhänger, so einen Schlüsselanhänger. Dann natürlich das Album an sich und zu guter Letzt ein Poster. Gut, von Indiebox glatt weiß. So, nachdem hier sonst nichts weiter irgendwie in Folie eingeschweißt ist, starten wir direkt mit dem Album an sich. So sieht das aus. Solange es schlägt, das Cover wie auch schon auf der Box. Es ist das zweite Soloalbum von Bosca. Wir haben das Ganze in einem super Jewel Case und hier auf der Seite lesen wir dann auch nochmals Bosca, solange es schlägt, Premium Edition. Ebenso wie hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 18 Tracks an der Zahl und wir haben insgesamt 4 Features, wenn ich es jetzt richtig sehe. Jawohl. Und zwar haben wir Feature von Timeless, Vega, Marcella McCray und Busy Montana. Dann hier unten die Angaben, wer das Ganze produziert hat, gemastert hat, gemixt hat, wo das recorded wurde etc. Und Credits und ein Barcode. Dann schauen wir mal rein. So, als erstes kommen wir zum Booklet. Wir haben hier Bosca in Freunde von niemand Hoodie und das hier dürfte irgend so eine abgefackelte oder abgerissene Ruine sein, also hier ist nicht mehr viel übrig. Und dann haben wir hier nochmal aufgelistet die Infos zu den einzelnen Tracks kompakt, also wer war an welchem Track beteiligt, wer hat was produziert, das können wir hier nochmal nachlesen. Ebenso auf der rechten Seite, hier ist auch nochmal alles kompakt aufgelistet. Dann haben wir nochmals Bosca im selben Outfit, also in diesem Hoodie, diesmal vor dieser Ruine hockend. Und dann haben wir hier eine sehr, sehr umfangreiche Danksagung. Also es beginnt hier mit: Ich danke Vega für die langjährige Freundschaft, die unfassbaren Fahrten, die langen Tage und Nächte und die, was steht hier? Die unfassbare Energie, die du in einer Zeit, wo es echt eng wurde, in dieses Album gesteckt hast. Lass uns diesen Weg für immer gehen. Ja, das ist ja nach wie vor gültig. Also sie gehen diesen Weg ja immer noch gemeinsam. Und hier wurden noch sehr viele andere Menschen erwähnt. Dann haben wir hier noch eine Aufnahme. Und zum Abschluss gibt es dann noch eine, ja, diverse Leute, die hier gegrüßt werden. Bosca-Logo. Die CD sieht dann so aus.
Und im Hintergrund haben wir dann wieder diesen vermummten Mann und diese Frau, in diesem Fall dann nicht mehr in dieser Kusspose, sondern sie so an ihn gelehnt. Und das sieht man dann etwas mehr von ihrem Gesicht. Gefällt mir gut. So, dann kommen wir zu Boxinhalt Nummer 2. Und zwar haben wir hier einen Schlüsselanhänger. So sieht das aus. Also wir haben hier oben so einen klassischen Schlüsselring, dann hier so eine mehrgliedrige Kette und darunter dann einen silberschwarzen Bosca Anhänger. Sieht so aus. Also das Logo von Bosca hier in dieser Schildform, in diesem Schildwappen und das Ganze eben entsprechend mit so einem Schlüsselring, dass man das hier dann entsprechend festmachen kann. Also wo immer man auch möchte, kann man das dann hier dran machen. Mit dabei ist dann auch noch, sehr passend zum Albumcover, eine Maske, eine Sturmhaube. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs sehen, auch wenn das natürlich jetzt nicht so in Form ist, aber ist in schwarz gehalten. Hier vorne dann natürlich entsprechend geöffnet, um das Gesicht, zumindest irgendwie Augen, durchstecken zu können. Und auf der Rückseite, also es dürfte dann so am Hinterkopf sein, haben wir dann auch hier wieder das Bosca-Logo. Also links die brennende Flasche und rechts die wehende Fahne und darunter dann Bosca-Schriftzug. Sehr schön. Jetzt würde mich nur interessieren, ob wir hier irgendwie schauen können, aber nein. Hier ist kein Hinweis irgendwie eingenäht, kein Material. Aber es wird wohl höchstwahrscheinlich Baumwolle sein. Als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Poster. Und zwar sieht das Ganze so aus. Sehr schönes Poster, auch hier wieder das Cover. Nur eben ohne diesen Blaustich. Also in diesem Fall das Cover etwas reingezoomt und mit so weißem Hintergrund. Oben wieder Bosca-Logo. Sieht richtig gut aus. Freunde von jemand darunter. Das Ganze ist einseitig bedruckt und ist quadratisch. Das Einzige, was ein klein wenig die Optik behindert, ist natürlich dadurch, dass die Box so klein ist, musste das Poster auch sehr oft gefalten werden. Deshalb hat man hier relativ viele Faltlinien darin, aber die sind jetzt nicht so heftig, dass sie irgendwie die Farbe oder so stark beeinträchtigen würden, den Druck. Also es wurde auf jeden Fall sehr oft gefalten, aber ihr seht selber, das sieht trotzdem richtig gut aus. Sehr schön. Gut, zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, quadratisch, einseitig bedruckt. Dann diese Maske, diese Sturmhaube mit Bosca-Logoaufdruck. Ebenso wie dieser Schlüsselring, ebenfalls mit Logoaufdruck bzw. Logo-Anhänger. Und natürlich das Album an sich in der Premium-Edition im Super Jewel Case mit insgesamt 18 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, solange es schlägt, von Bosca. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bosca unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.